Hallo, es ist der 14.10., halb eins in der Nacht und ich schwirre noch rum im Tunnel der Arbeit und möchte was zeigen. Es ist ja so, dass in öffentlichen Bauten oft angegeben werden muss, was man an Eisen schätzt, und das reicht meistens gar nicht aus, sondern zur Stahlmassenschätzung sollte man noch am besten angeben, welche Durchmesser an Eisen man verbraucht, weil halt die Kosten von Durchmesser 32 viel höher sind als von Durchmesser 10, auch wenn es derselbe Stahlwert ist. Und daher möchten öffentliche Bauten oft wissen, was hat man denn an Durchmesser. Jetzt gibt es einen Report im Standard von Allplan, das heißt Übersicht Bewährung. Jetzt gehe ich schon in einen Teilbild rein, da habe ich alle möglichen. Also ich habe gerade Eisen in jeglicher Form verlegt und in jeglichen Durchmesser und gebogene Eisen in jeglichen Durchmesser. Und einfach nur ein paar Matten, einfach so. Wenn ich jetzt Übersicht Bewährung mache, dann bekomme ich Folgendes raus. Das ist der Standard Ding von Allplan. Hier bekomme ich jetzt automatisch die Fixlängen raus, 6 bis 8 und größer 14, 6 bis 8 und Größe 14 von Bearbeitet und Fixlängen. Dazu wird es in Rundstahl und Mattenstahl aufgeteilt, was schon mal super ist. Jetzt ist halt bloß genau der Bereich interessant, der größer 14 ist, nochmal einzeln aufgedröselt, sage ich jetzt mal. Das habe ich dann erweitert und ich mache es jetzt mal so. Ich benenne jetzt dieses Projekt um in Projekt 2, damit man versteht, um was es hier geht. Projekt 1 habe ich abgespeichert. Eigenschaften, jetzt gehe ich auf meine Attribute belegen und sage, okay, Projektnummer, ich nenne es jetzt 22002, weil es das zweite Projekt ist. Gebäudeart, machen wir mal Wohnhaus draus oder Industrie, ist egal. Wir machen Wohnhaus, das passt schon. Und sage ich, okay, bleibt dabei. Jetzt kann ich zum Beispiel mein Report ausgeben. Ich habe die ersten drei Teilbilder hier voller Eisen. Und jetzt sage ich noch Report und Einstellungen. Den möchte ich nicht. Ich möchte Übersicht, Bewährung, PP. Okay. Und jetzt Report ausgeben. Wenn was rauskommt, ist schon mal okay. Super, schaut gut aus. Nicht irritieren lassen. Ich habe die Fußzeile entfernt und die Kopfzeile. Habe alles ein bisschen erweitert um jeden Durchmesser vom Eisen für Bearbeitet und Fixlängen und dazu noch die Prozente, also die Anteile. Zum Beispiel hier dieses 40er Durchmesser ist zu 10,8% in diesem Projekt verteilt worden. Hier kann ich dann mal sehen, Rundstahl wurde 87,10% eingelegt und Mattenstahl 12,9%. Und so weiter und so fort. Und das gebe ich jetzt in Excel aus. Habe hier einen Ordner angelegt mit Auswertung und Quellen. Quellen. So, jetzt mache ich einfach, das heißt jetzt Projekt 2. Das andere hieß noch Eisenkalkulation, aber ist egal. Und jetzt gehe ich in mein, also hier habe ich meine Quellen, meine zwei. Und jetzt gehe ich hier in mein Projekt Eisenanteile rein. Das ist eine Excel-Liste, die ich erstellt habe. Und jetzt mache ich einfach einen Rechtsklick und sage Aktualisieren. Sag ja, ist mir egal, wird das Sicherheitsrisiko, weil da die Excel-Tabelle mit aufgeführt wurde. Hallöchen. Ah doch, jetzt erscheint es. Jetzt haben wir das zweite Projekt, jetzt haben wir das Projekt 2. Okay, hier habe ich kein Leerzeichen gemacht, schade. Habe hier die Zeile 22002, 22001, die hatte ich schon. Jetzt habe ich Wohnhaus dazu. Und jetzt kann ich zum Beispiel dann später mal vergleichen. Ja, was habe ich denn Schule oder an Wohnhaus? Was habe ich da für Durchmesser an Eisen verbraucht? Und jetzt habe ich halt die prozentuellen Angaben und die Gewichte dabei. Und das kann ich natürlich wieder weiterführen auf andere Tabellen, auf andere Seiten und so weiter und so fort. Und kann dann immer schauen, was ist denn, was kommt denn raus irgendwo. Ja, und das würde ich, wer es braucht, kann sich es bei mir holen. Viel Spaß damit.